Wir wollen nun diese Bruchungleichung hier lösen und benutzen dazu den Satz über das Vorzeichen eines Bruches. Der Satz über das Vorzeichen eines Bruches sagt aus, wenn ein Bruch einen positiven Zähler hat und einen negativen Nenner, dann ist der Bruch negativ. Er ist genauso negativ, wenn der Zähler negativ und der Nenner positiv ist. Außerdem sagt der Satz, der Bruch ist gleich 0, wenn der Zähler 0 ist und der Nenner ungleich 0. Diese Regel hier kennen wir übrigens auch aus dem Anfang der Schulzeit. Plus und Minus ergibt Minus. Das kennen wir sicher noch. So, diese drei Fälle wollen wir jetzt auf die Bruchungleichung anwenden. Dieses Zeichen hier sagt aus, dass die Ungleichung unter anderem dann wahr ist, wenn dieser Bruch hier kleiner 0 ist. Also wenn er negativ ist. Schauen wir mal hier, wann er negativ ist. Er ist negativ ein Bruch, wenn der Zähler positiv und der Nenner negativ ist. Also der Zähler 6x minus 6 muss positiv sein. Positiv heißt größer 0. Und der Nenner 3x minus 2 muss negativ sein. Also 3x minus 2 muss kleiner 0 sein. So, dieser Bruch hier ist auch kleiner 0, also negativ, wenn der Zähler negativ ist, also 6x minus 6 kleiner 0 und der Nenner positiv, also 3x minus 2 größer 0. Das ergibt den Fall 2. Das war der Fall 1. So, und dann gibt es noch einen Fall, wo diese Bruchungleichung wahr ist, nämlich wenn der Bruch hier gleich 0 ist. Hier ist ja auch noch ein Gleichheitszeichen steckt in dieser Ordnungsrelation. Das heißt also, wann ist er gleich 0? Wenn der Zähler 0 ist und der Nenner ungleich 0. Also, der Zähler muss 0 sein, 6x minus 6 gleich 0. Minus 6 gleich 0. Und der Nenner muss ungleich 0 sein. Das brauchen wir nicht überprüfen, das haben wir schon die Zahlen aus dem Definitionsbereich ausgeschlossen, wo der Nenner gleich 0 wird, und zwar als wir im vorigen Schritt den Definitionsbereich bestimmt haben. Also der dritte Fall besteht nur aus einer einzelnen Gleichung. So, und diese drei Fälle, also die zwei Ungleichungssysteme und die einzelne Gleichung, die werden wir dann im nächsten Schritt lösen.